Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen Lichtenberg 47 und dem SC Starken. Endergebnis 1:0 vor 326 zahlenden Zuschauern. Ich begrüße sehr herzlich zu meiner linken unseren Gästetrainer, Herrn Jeffrey Seitz, und zu meiner rechten unseren Trainer Uwe Lehmann. Nach diesen 90 Minuten ist es natürlich interessant, wie beide Trainer das Gezeigte einschätzen. Und wir möchten da bitten, unseren Gästetrainer als erstes eine Einschätzung vorzunehmen. Hallo erstmal in die Runde. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und aufhören soll. Im Großen und Ganzen bin ich natürlich auch mit der Leistung meiner Mannschaft heute sehr zufrieden. Leider ist es vom Ergebnis her nicht so, dass wir da was mitnehmen konnten. Ich denke, die Jungs haben auch das gut umgesetzt, was wir uns hier heute vorgenommen haben. Wir wollten kompakt stehen. Ja, wir wollten die Räume machen, gerade was das Zentrum angeht, weil wir wussten, die Lichtenberger spielen viel Ballbesitzfußball, guten Fußball, sind ballsicher. Ich denke, im Großen und Ganzen ist es uns defensiv auch gut gelungen. Ja, es ist auch klar, dass man eine Mannschaft mit der Qualität wie Lichtenberg nicht komplett keine Torschancen zulassen kann. Nichtsdestotrotz gehen wir heute mit 0 Punkten nach Hause. Ja, hinzu kommt noch, dass der Gegner natürlich ein überragendes Tor macht, der Gabe. Hut ab, Respekt für dieses Tor. Ich kann meiner Mannschaft, wie gesagt, keinen großen Vorwurf machen. Wir hatten auch alles das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Gut nach vorne gespielt, wir hatten auch gute Tormöglichkeiten. Ja, vielleicht hat uns auch das Quäntchen Glück gefehlt. Vielen Dank. Dankeschön. Und jetzt unser Trainer im Leben. Erstmal vielen Dank für die Glückwünsche, auch hallo von mir in die Runde. Bin inhaltlich bei Kollege Seitz. Ich glaube, dass Starken gut verteidigt hat, das Zentrum geschlossen hat. Wir haben es erste Halbzeit nicht gut verstanden, die Überzahl bei außen zu nutzen. Ich denke, erste Halbzeit auf Augenhöhe. Starken mit einer Chance, weil er hat auch einen falschen Fuß hat, wir mit zwei Möglichkeiten. Ich denke, zweite Halbzeit sind wir deutlich eher dran am Tor, haben auch ein bisschen Pech, Postenschuss und so. Und dann macht Christian, wie der Gesetz sagt, natürlich gut. Alle, die noch Fußball gespielt haben, wissen, dass er den gar nicht hinschießen will. Aber das ist ernst gemeint. Also den gar nicht hinschießen, aber am Ende haben wir Christian das Glück, dass er dann oben im Knick geht. Das ist natürlich sensationell gut. Ich freue mich für Christian, weil diese Momente werden wir auch in den nächsten 4-5 Wochen wahrscheinlich brauchen, dass jemand individuelle Dinge erledigt. Ansonsten hat uns in der letzten 24 Stunden leider einiges beschäftigt. Unser Betreuer, gute Seele, Klaus Schüller, erlitt einen Schlaganfall, ist aber auf dem Weg der Besserung. Ich möchte mich bei allen bedanken, die von gestern zu heute wir alles Menschenmögliche gemacht haben. Ist mal ganz interessant, dann auch für einige Leute zu sehen, was ein Mensch wie Klaus Schüller hier alles macht, verantwortet und Co. Ich möchte mich bei allen bedanken, die dann in den letzten 24 Stunden geholfen haben. Und abschließend wünsche ich natürlich dem SC Starken, dass sie in dieser schwierigen Situation klar bleiben und die Klassenerhalt schaffen. Ich denke, dass es dieses Jahr extrem eng ist und komisch auch teilweise Hamburg sind vermöbelt heute Strausberg mit 5:0. Insofern drücke ich euch die Daumen, dass er auch vom Verletzungspech verschont bleibt. Jetzt habt genug Sachen einschränken müssen. Und wir haben es heute ähnlicher gehabt, mussten auch ein, zwei Leute auch verzichten, weil es Amateursport ist. Insofern drücke ich euch die Daumen und freue mich dann auf in 2 Wochen, wenn wir hier gegen Tennisbursche spielen dürfen. Und danke allen, die heute da waren. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Ja, bitte? Ja, ich wollte mal fragen. Frage an beide Trainer, wie beurteilt ihr die beiden Situationen, diese Elfmeter-Würdigen-Situation, waren das für euch Elfmeter? Frage an Jeffrey und natürlich auch an Uwe. Gut, aus meiner Sicht gibt es da nicht viel zu sagen. Der Schiedsrichter hat die Aktion anders gesehen, ich habe sie anders gesehen und der Schiedsrichter hat entschieden und es gab keinen Elfmeter. Aber du hast es als Elfmeter gesehen. Darum werde ich immer zu diskutieren aus meiner Sicht. Ja. Der Spieler ist durch, ist vorbei, kann zum Torabschluss kommen. Ich bin einer, der nicht. Entschuldigung. Krebs ist geschlagen.
Pass auf, wir hatten jetzt noch den Herrn, der hier eine Frage gestellt hat. Und hat er die Frage an beide Trainer gestellt? Und das Schöne ist, Jeff hat es eben sehr gut gemacht. Die Frage ist immer, warum man so eine Frage stellt. Die interessiert natürlich, ich glaube, dass die rhetorisch ist die Frage, aber Sie wissen, die beiden Antworten ausfallen. Ich kann Ihnen sagen, dass ich dieses Jahr 26 Fußballspiele erlebt habe und das nicht das erste Mal so ist, wie es heute ist. Am Ende sind wir beide vor allen Dingen und dann unsere Spieler damit umgehen, dass Leute das entscheiden. Und da hilft es nicht danach zu sagen, ist einer oder ist keiner, ich kann nicht, oder ich lasse es. Dieses Jahr eine Situation sagen, wo ich mich frage, wenn man immer nichts sagt, so wie Kollege er und ich jetzt, ob das gut ist. Gerade in Situationen wie in deiner jetzt zum Beispiel. Also am Ende ist es so, dass er, genauso wie alle anderen, hier ein Spiel leiten soll. Und jetzt war jeder im Stadion und kann sich mal die Frage beantworten, ob er das gut gemacht hat heute. Und es geht nicht nur um Elfmetersituationen. Das ist klar. Und deswegen ist da immer die Schwierigkeit, Trainer nach so einem Spiel, gerade für Jeffrey in der Situation jetzt, ist natürlich die Antwort, dass das klarer Elfer ist. So. Und da wir alle nicht drei Meter daneben stehen, das ist schwer entscheidet so. Die Frage ist, wie die Leute das entscheiden wollen. Wie sie es auch kommunizieren. Da sind wir beide schlau genug, dass wir das nicht machen. Ja, das ist nicht schwierig. Danke. Bitte. So, die Frage bitte nochmal. Ja, das ist dazu aus Sicht der Trainer verständlich. Ich habe 100% Verständnis für. Aber wenn selbst neutrale Beobachter, die die Spiele gesehen haben, zwei klare Elfmeter Entscheidungen falsch gelegen haben, dann muss ich mich in unserer Situation als Verein fragen, wir hätten heute mit etwas Glück noch mehr erreichen können vom Ergebnis her. Und diese klaren Entscheidungen, die nicht gepfiffen worden sind, die würden mich gar nicht wehtun, in der Saison. Aber unter jetzigen Saison, da muss ich sagen, bin ich enttäuscht, dass wir eben dieses Glück nicht haben, bei so einer klaren Entscheidung, für mich klaren Entscheidung nicht gepfiffen. Das muss man sagen. Darf ich ganz gut? Und das wollte ich ein bisschen lose skizzieren, dass ich dabei bin. Ich kann Ihnen sagen, ich saß bei mehreren Pressekonferenzen dieses Jahr irgendwo und dann ist es super schwer. Und wenn dann die Leute, die es entscheiden dürfen, das sind nicht Sie und auch nicht ich, Situationen so entscheiden, dann muss man mal gucken, wie man darauf reagiert. Meine Wahl ist immer, wenn man sie nicht kommentiert, ist das in jedem Fall kein Vorteil. Das ist mein Ansatz. Und es nützt mir auch nichts, wenn ich drei Jahre in Folge die erste Mannschaft dieser Liga bin. Das ist meine Wahrnehmung und das ist aktuell Fakt. Und ich denke, dass man darüber mal nachdenken sollte, wo man einfach Spiele leiten kann und wo nicht so schwer ist und wie man mit Leuten vielleicht mal besser umgeht. Und damit meine ich jetzt nicht uns heute, sondern generell, dass man auch ein Gespür dafür hat, was ist der da gerade, in welcher Situation, was hat er unter Ohren, wo steht er und muss ich dem jetzt mal die Welt erklären oder nicht. Darum geht es mir, das wäre schön, wenn das Schiedsrichter hinkriegen würde. Weil das Einfachste ist immer, wir regen uns eigentlich immer nur dann auf, wenn wir verlieren. Das ist die Wahrnehmung von Schiedsrichtern, das ist aber falsch. Das ist immer Ihre Wahrnehmung. Und deswegen ist es in Ihrer Situation absolut verständlich, dass man da mindestens einmal gerne für Fälle. Absolut bin ich bei Ihnen. Würde ich genauso machen. Und mich interessiert auch das Spiel heute. Was in der Vergangenheit war, interessiert mich nicht. Vielleicht sehen wir es selber wieder aus. So, jetzt aber die letzte Frage. Henry, bitte. Ja, ich habe keine Frage. Ich möchte bloß noch mal in den Raum stellen. Viele kennen unseren Sportfreund Lothar Kienz. Sein Sohn, der Ingo, der hat gestern in 5 Stunden abendlicher Arbeit den Platz so präpariert, wie wir ihn heute vorfanden. Er hat ihn gemäht, er hat ihn gekreidet und deswegen auch ein lautes und großes Dankeschön an Ingo Kienz für seine fleißige Arbeit, dass hier ein Oberligaspiel im würdigen Rahmen stattfinden konnte. Danke. Nächstes Spiel hier dann in 2 Wochen, 18.05. wird hier jeder wissen. Dazu Gast Tennis Borussia Berlin. Freuen uns darauf, ein sehr spannendes Spiel. Und ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit, wünsche ein schönes Wochenende. Vielen Dank.